Also Habeck, Baerbock fordern von Israel eine Zusicherung, dass deutsche Waffen nicht für einen Genozid verwendet werden. Du hattest eben Hintergründe dazu geliefert, warum sie das fordern. Und Kubicki keilt deswegen aus, man solle sich alleine für so eine Forderung schon den Grund und Boden schämen, wo ich mir denke, die Forderung, keinen Genozid zu begehen, ist etwas, wofür ich mich nicht schäme. Ja, und ich, wie gesagt, Baerbock und Habeck haben diese Forderung, dass Israel diese Waffen nicht verwenden soll, um einen Genozid zu begehen, ja nicht gestellt, weil sie grundsätzlich moralische Probleme mit Genozid hätten, sondern weil sie, so zumindest das, was ich bisher in den Medienberichten, die ich dazu gesehen habe, gelesen habe, weil sie halt Angst haben, juristisch verfolgt zu werden. Gegen Deutschland läuft gerade vor dem Internationalen Gerichtshof ein Verfahren wegen Beihilfe zum Genozid. Und der Internationale Strafgerichtshof könnte eventuell irgendwann auf die Idee kommen, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber die Gefahr besteht, dass auch Haftbefehle gegen andere westliche Politiker, die den israelischen Völkermord in Gaza auch unterstützt haben, ausstellt. So. Der israelische Strafgerichtshof, so wurde dem Vorsitzenden da ja ziemlich deutlich mitgeteilt von westlichen Politikern, der sei ja für afrikanische Schurkenstaaten und für, ich nehme jetzt mal die englische Formulierung, fuckers like Putin. Aber das wurde ihm tatsächlich gesagt, nachdem er es gewagt hat, einen Haftbefehl gegen Netanyahu oder das Verfahren zur Ausstellung eines Haftbefehls gegen Netanyahu und Galan zu starten. Aber ja, wer weiß. Und da haben Baerbock und Habeck eben Angst, dass sie das auch treffen könnte. Und deswegen diese Aufforderung an Israel, bitte doch die Garantie zu geben, dass man mit diesen Waffen keinen Genozid durchführt. Naja. Ah, jetzt schauen wir mal dazu, was Kubicki dazu gesagt hat. Es ist ein ganz heikles Thema. Seit dem Wochenende gibt es heftige Diskussionen über deutsche Waffenlieferungen an Israel. Im Zentrum der Kritik stehen die grünen Minister Baerbock und Habeck. FDP-Vizechef Kubicki fordert in einem Gastbeitrag umfassende Aufklärung. Der Satz Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson ist keine Lehrformel und darf auch keine werden. Dies sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck in seiner vielbeachteten Rede vor rund 11 Monaten, wenige Wochen nach dem 7. Oktober 2023. Ja, was Israels Sicherheit meint, das können wir uns, warte, jetzt habe ich das Video hier beiseite geklickt, hier war es, das können wir uns ja mal angucken. So sagte beispielsweise der israelische Minister für den Status von Frauen, also ein offizieller Vertreter der israelischen Regierung, die gesamte Infrastruktur Gazas muss zerstört werden bis zu ihrem Fundament. Die gesamte Elektrizitätsversorgung muss sofort abgeschnitten werden. Dieser Krieg wird nicht gegen die Hamas geführt, sondern gegen den gesamten Staat Gaza. Also, ja. Man könnte sagen, die Sicherheit Israels, die ist laut Interpretation der dortigen rechtsradikalen Regierung, ja, die Vernichtung oder die Vertreibung der gesamten Bevölkerung Gazas. Also, es gibt zahlreiche solcher Statements. Ich hatte sie vorhin auch schon gezeigt. Es gibt ein Video dazu, Gaza, a clear case of genocide, ist leider in Englisch, aber es gibt wirklich so viele Zitate, die so eindeutig sind. Also, Unsozi, du siehst es ja gerade. Du kannst vielleicht mal das Ja. Zitat von Israel Katz vorlesen. Ja, Katz sagte, wir werden gewinnen. Sie werden keinen Tropfen Wasser erhalten, keine einzige Batterie, bis sie die Welt verlassen haben. Also auf Deutsch, bis sie tot sind. Ja, das Und ist das geht noch vollkommen viel weiter, das in eindeutig. dem Video. Also in dem Video, wir haben das ja, du hattest das ja vorgespielt, 10 Minuten lang ungefähr. Das war ein Zitat nach dem anderen. Das geht die ganze Zeit so. Und einige davon habe ich auch aus anderen Quellen schon gesehen. Also dieses Video selber kannte ich nicht, aber ich kannte einige der Zitate aus anderen Quellen schon. Ich halte diese Zitate für glaubwürdig. Ja, also man kann hier wirklich durchspulen. Ich kann irgendeine zufällige Stelle anmachen. Also hier dieser palingenetische Bezug auf Amalek, also wo die Palästinenser immer wieder mit den Amalekitern gleichgesetzt werden gegen die Amalekiter. Da gibt es in der Bibel einen ziemlich klaren Aufruf zum Völkermord und darauf hat Netanjahu immer wieder referenziert. Also ja, wie gesagt, palingenetischer Ultranationalismus, sei an der Stelle angemerkt, ist eine Faschismusdefinition. Womit ich nicht sagen will, dass Israel faschistisch ist. Ich halte von dieser Definition tatsächlich nicht so viel, aber wird häufig angewendet, wenn es darum geht, irgendwelchen Leuten hier in Deutschland Faschismus zu unterstellen. Aber bei Israel, wenn er das da sagt, dann seid ihr Antisemiten.
Nein, das nur mal am Rande. Kannst auch Faschismus einfach weglassen, aber das, was die Zitate sprechen für sich, da Ja. braucht man, bei den meisten der Zitate braucht man nichts mehr hinzufügen oder erklären. Die sind so eindeutig, wie es nur sein kann. Also einige der israelischen Regierungsmitglieder sind da glücklicherweise sehr ehrlich. Ich sage deshalb glücklicherweise, weil das unsere Arbeit deutlich erleichtert. Es ermöglicht es uns ja sehr leicht, ja, in Debatten zu gehen und solche Zitate rauszuholen. Herr Smotrich hat gesagt, es wäre moralisch gerechtfertigt, 2 Millionen Menschen in Gaza verhungern zu lassen. Also, was soll man da noch sagen? Ja, dem Mann geht es nur um Israels Sicherheit. Ja, dem geht es um Israels Sicherheit, so wie er sie versteht. Und das, laut seiner Ideologie sind alle Araber zwischen Mittelmeer und Jordanfluss eine Bedrohung für die israelische Sicherheit. Also müssen sie weg, auf die ein oder andere Art und Weise. Ja, so kann man sich auch sicher fühlen, wenn keine anderen mehr da sind. Ist tatsächlich aus der Sicht des Ethnonationalisten logischer Gedankengang. Also, du musst halt bereit sein, diese Ideologie auch zu Ende zu denken. Lesen wir mal Kubicki weiter. Wie leer diese Formel Habecks nach einem knappen Jahr geworden ist, konnten wir jetzt in der Bild-Zeitung lesen. Demnach hätten er und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock deutsche Waffenlieferungen nach Israel persönlich gestoppt. Naja, sie haben sie blockiert, die werden jetzt trotzdem genehmigt, ist ja öffentlich im Bundestag schon angekündigt worden, brauchen wir jetzt nicht nochmal vorwerfen. Also das Problem ist, dass Israel halt gerade im Gazastreifen einen Völkermord begeht und zumindest laut den Medienberichten, die ich kenne, die beiden Angst haben, da juristisch belangt zu werden. Dass wir Deutschen ausgerechnet Israel, einem demokratischen Rechtsstaat, der sich seit jeher gegen äußere Feinde, ja gegen die Existenzvernichtung erwehren muss, unterstellen, plane einen Völkermord oder führe diesen einen durch, nimmt selbst so schwere Schuld auf sich, dass er dem Ansehen unseres Landes schadet und 75 Jahre deutsche Außenpolitik in die Bedeutungslosigkeit versenkt. Ja, was soll man dazu noch sagen? Vielleicht sollte man ihn mal dazu bringen, diese Zitate sich reinzuziehen, aber das weiß der auch, der sitzt ja auch nah genug an der Regierung dran oder an der Thematik, um sowas kennen zu müssen. Die wissen das alle. Die sehen hier einen Genozid gerade live und in Farbe und sie leugnen ihn einfach. Und greifen sogar noch die an, die das nicht entschieden genug unterstützen. Das ist die Situation in Deutschland. Da lesen wir weiter. Wäre denkbar gewesen, dass die Bundesregierung eine entsprechende Verpflichtung vom ukrainischen Staatspräsidenten verlangt hätte, dass Kiew nur unter Zusicherung mit Waffen versorgt würde, keinen Völkermord zu begehen? Und hatte die Bundesregierung eigentlich für die Wasserversorgungsrohre, die nach Gaza gingen und mutmaßlich von der Hamas für den Raketenbau genutzt wurden, ebenfalls eine vergleichbare Erklärung eingeholt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass im 80. Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an der Spitze unseres Staates Persönlichkeiten stehen, die Grundsätze, auf denen unsere Staatsräson fußt, auf diese Weise mit missachten. Ich erwarte von Baerbock und Habeck Erklärungen, ob diese Berichterstattung zutrifft, bla bla bla, und ich erwarte Rücktritte. Ach, das übliche Palaver. Aber hier sehen wir nochmal, was Staatsräson bedeutet. Staatsräson bedeutet, man tut alles, auch Illegales, um das für den Staat definierte wichtige Ziel, was dieser Staatsräson entspricht, um das zu erreichen. Das heißt, wenn man sagt, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson, dann ist die Sicherheit Israels, so wie sie die rechtsradikale israelische Regierung definiert, dann ist diese Sicherheit Staatsräson. Das heißt, wenn Israel gerade einen Völkermord durchführt, dann ist die Unterstützung dieses Völkermords deutsche Staatsräson. Das bedeutet das in der Realität. Und das muss jedem klar sein, der diese Staatsräson gut findet und unterstützt.